Die Zitadelle ist eine einzige Falle. Wieso hat noch niemand festgestellt, dass die Zitadelle ein inaktives Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Zitadelle gewahrt bleibt. Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen. Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station. Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadelle entdecken, die Station nutzen können, ohne die Technologie ganz zu verstehen. Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadelle entdeckt. Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen. Alter, ihr seid echt gerissene Arschlöcher. Wie können die Reaper im Orkusnebel überleben? Wir haben nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. So können sie viele tausend Jahre darauf warten, dass sich wieder neue organische Zivilisationen bilden. Aber in diesem Zustand sind sie verwundbar. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadellportal aktiviert wird. Die Zitadelle ist die Röhre? Oh shit. Wenn Saren das Portal aktiviert, können die Reaper den Rat und die Zitadellflotte mit einem Streich auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Und was geschah dann? Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Wie haben Sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadellportal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln.
Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Mir fehlen die Worte. Sie waren darauf programmiert, sie zu schützen, nicht sie zu töten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Die Keeper stehen doch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadellportal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen. Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen, um die Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Wenn er erst einmal drin ist, wird er die Kontrolle der Station der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich werde Saren aufhalten. Sagen Sie mir, wie ich es anstellen soll. In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Also außerhalb des Spiels genial, dass die Röhre die Zitadelle ist. Man hätte zwar mit sehr viel Hirnschmalz drauf kommen können, aber genial. Oh, jetzt, ich habe nicht ganz verstanden. Wir nutzen schon das Portal. Das will ich nicht. Wir nutzen schon das Portal hier, um zur Zitadelle zu kommen. Ach, hat Saren auch gemacht, natürlich. Okay, stimmt. Wir nutzen die Röhre. Die Röhre! Um zur Zitadelle zu kommen. So viele Rassen sehen zu den Proteanern auf und sehen in ihnen den Gipfel der Zivilisation. Aber sie wurden ebenso von den Reapern reingelegt wie wir. Sie sind gescheitert. Gehen wir weiter. Ich habe nicht vor, wie sie zu enden. Ja, man muss aber auch sagen, wir dachten, die Zitadelle wäre von Proteanern gemacht worden. Das waren aber die Reaper, also wir haben sie auch ein bisschen überschätzt. Immer weiter geradeaus zur Röhre, oder? Okay, ich wollte schon sagen, auf Gegenwehr müssen wir uns nicht, müssen wir nicht mitrechnen, aber dem ist nicht so. Also sind noch ein paar Leute hier. Hier komme ich hier weiter mit dem Ding? Bin ich hier einfach so? Aquädukt.
Ja, wow, sind das jetzt... Lass mich doch mal da hochgucken. Okay, da ist nix. Also sind es jetzt drüber. Alter, ich kann das Ding dort echt nicht kontrollieren. Ich weiß nicht wieso. Okay, noch mehr Gegner. Irgendwo. Ziemlich direkt vor uns. What? Beide down. Hier ist aber, glaube ich, noch... Fickety fuck. Oh, shit, ein großer auch noch. Okay, die Kleinen sind alle weg. Der Koloss muss auch weg. Ficke dich. Alter, seit wann hältst du so viel aus? Stirb doch einfach! Nein, komm schon! Oh, ist gezeichnet. Kann ich vielleicht noch ein paar Level steigen, bitte? Ach komm. Hier, so, nein. Marco. Polo. Und noch mehr Gegner. Appala, warum du so, nicht so, hä? Oh, fick, die schießen schon. Aus dem Ausweichen. Opa. Alter, wie lange geht denn das noch? Oh, noch ein Stückchen. Alter, mein Markus schon fast am Arsch. Das ist nicht gut. Einen gibt's noch. Aber wo? Wo bist du hin? Mit einem kleinen Ding zu zielen ist halt ein bisschen hart. Ich hoffe, der Marco überlebt es. Ich will jetzt nicht Medigill verschwenden. Kurz mal zwischenspeichern. Jetzt ist irgendwie die Musik weg. Und ich bisschen... Okay. Da, die Röhre, das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Systeme aktivieren. Station abriegeln. Die Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Holy fuck, die... 40 Sekunden nur? Einfach durch. Komm, 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 vorbei an den Dingern. Nein, du schaffst es.
haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft, oder?